Willkommen Reisende, ich bin Free-to-Player und bin euer Guide für ein erfolgreiches Free-to-Play-Abenteuer in Ostterra. Heute schauen wir, ob Cassius genau das letzte Puzzlestück ist, um Gertrude zu besiegen. Los geht's! Was zuerst auffällt, ist, dass zum japanischen Original drei Veränderungen vorgenommen werden. Und das sind bisher die meisten Tweaks, die bisher an einem Charakter vorgenommen worden sind. Mit Embolding Shot kann er schon mal seinen eigenen Angriff um 10% erhöhen für zwei Züge. Gallant Storm kann zweimal alle mit Eis treffen. Piercing Falcon ist die kleinere Version von Piercing Eagle Talon, was am Ende auch die Bow Resistance reduziert, aber nur um 10%. Triple Talon macht dreimal Eisschaden, aber auch nur auf einen Gegner. Und mit Peerless Shot haben wir den kleinen Bruder von Sturdy Peerless Shot, der auch einen ziemlich hohen Schaden schon mal zufügen kann. Mit Piercing Eagle Talon haben wir das erste Mal eine Attacke, die auch Bogenresistenz reduziert. Und damit machen wir es ihm selbst und natürlich auch anderen Huntern leichter, noch mehr Schaden zuzufügen. Icy Arrow macht nicht auch noch zusätzlichen Bogenschaden, macht aber ziemlich viel Eisschaden und auch nochmal Element Attack Down um 20%. Und der Chivalrous Shot ist einfach nur eine bessere Version von Emboldening Shot. Die Potency ist um 60% gestiegen und der Attack Up um 5%. Und mit Sturdy Peerless Shot haben wir eine Attacke, die wirklich nur einmal trifft, aber dafür richtig hart. Mit 290er Potency ist das noch stärker als das, was wir bei Santa erleben. Und dadurch, dass Nukes bei Gertrude die erste Wahl sind, ist tatsächlich auch Cassius hier eine sehr gute Wahl. Vor allem in diesem speziellen Kampf. Kommen wir zu den Passives. Bow Attack und Critical Boost ist tatsächlich jetzt im Vergleich zum japanischen Original nochmal um einige Prozent gestiegen und Hail Damage Reduction ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Fähigkeit, wenn man mindestens einen Regen-User im Team hat, denn dadurch minimiert sich sein Schaden im Allgemeinen, denn er hat ja immer volle HP, im besten Fall. Sein Awakening Accessory gefällt mir besonders gut, denn das erhöht den Bow und den Ice Damage um 15%, gibt keine weiteren Resistenzen dazu wie manch andere, die man so kennt und erhöhen halt auch nochmal den Physical Attack, der bei ihm sowieso schon ziemlich hoch ist. Ich hätte mich hier über ein bisschen Elemental Attack gefreut, ist aber gar nicht so wild. Also ich persönlich finde, dass Cassius eine sehr gute Ergänzung für ein Team ist, um gegen Gertrude gewinnen zu können. Aber auch sehr gut ins Team passt, wenn man sowieso sehr viel auf Bogen setzt. Was haltet ihr von Cassius? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich freue mich schon, diese zu lesen. Und wenn ihr möchtet, dass dieser Channel ein Class-Up bekommt, könnt ihr mich gerne abonnieren oder mir gerne auch ein Like hinterlassen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bis demnächst, euer Free-to-Player.